So, moin moin und willkommen bei Simsantino. So, wir sind jetzt hier weiter bei unserer WG im Winterurlaub. So, jetzt wollte ich fast Sommerurlaub sagen, aber das ist alles andere als Sommer. Ja, nicht nur in Jahreszeiten hier ist Winter, sondern auch vom Pack selber. Man braucht ja für das Winterpack ab ins Schneeparadies nicht zwingend Jahreszeiten. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht jetzt so. Deswegen ist doppelt Winter, ne? So, Level 2 der Kochfähigkeit. Ja, das ist doch ganz. Was ist da? Ach so, da badet jemand oder was? Ach so. Ich dachte gerade, warum sind da so komische Pixel? Ja, jetzt hast du gegrillt, aber isst es nicht oder wie? Ja, dann nimm jetzt auch bitte mal eine Portion. Ach so, nee, du bist kein Vegetarier. Oder sind das sogar? Nee, das sind normale Würstchen. Haben wir überhaupt Vegetarier? Wäre schön, wenn nicht. Nee, gut, das ist dann ja alles schön viel einfacher. Das ist sehr schön so. Und du, was machst du? Du schläfst noch. Oh, ich verwechsel die immer. Und du, ach, du gönnst dir auch. Ja, gönn dir. Setz dich hin. Ihr könnt euch mal ein bisschen unterhalten. Ihr kennt euch gar nicht so gut dafür, dass ihr im selben Haus lebt. Und das jetzt nicht erst seit einer Folge. Genau, redet mal ein bisschen miteinander, lernt euch mal kennen. Das haben wir so noch nie gemacht. Die Sims müssen sich öfter unterhalten. Also das vergessen viele. Aber das ist wichtig, dass die Sims sich auch mal miteinander kennenlernen, sozusagen. Denn die leben in der WG zusammen und kennen sich gar nicht top. Das ist sehr, sehr schlecht. So, genau, erzähl doch nochmal einen Witz. Irgendwie Polizistenwitz oder so. Genau, labert mal ein bisschen. Guckt, die lernen sich schon kennen. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Verbundenheit. Absolut. Aha. Ach so, weil die sich kennen. Deswegen ist das so. Gut, Tag verschönern. Witz über Sunset Valley machen. Warum steht das da? Also, ich kenne hier keinen Ort, der so heißt, oder? Nee, gibt es nicht. Sunset. Oh, ich kann nicht mehr reden. Sunset Valley gibt es, glaube ich, nicht. Also nicht in Sims. Vielleicht gibt es das auch. Nee, nee, das gibt's nicht. Nee, Sunset Valley gibt's nicht. Es sei denn, ich bin gerade total durcheinander. Vielleicht kommt das ja auch nochmal. Man weiß es nicht. Vielleicht steht das da deswegen. Was war das? Gibt es noch was Neues hier? Nö. Ja, die lernen sich ganz gut kennen. Bekannte sind es definitiv. Ja, das ist doch gut. Man muss sich ja mal kennenlernen, ne? Über Schnee beschweren, auch wenn man sich darüber kaum beschweren kann, über Interessen reden, unverschämte Geschichte erzählen, über aktuelles Wetter reden, genau, jemand parodieren, warum nicht? Und du? Wie bist du? Bist du fit? Nee, du darfst noch schlafen. Was sagt ihr eigentlich? Seid ihr müde? Ja, es geht. Und da? Wie sieht's da aus? Ja, es geht auch. Gut, nachdem ihr miteinander geplappert habt, kannst du auch essen. Achso, du isst ja eigentlich. Eigentlich, sage ich extra. Und danach könntest du eigentlich duschen. Wo haben wir eine Dusche? Eine Badewanne hätten wir höchstens. Haben wir auch eine Dusche? Duschen geht schneller. Wobei, wenn es schon zu Hause keine Badewanne gibt, dann können wir wenigstens hier mal baden. Da gibt es ja nur eine Dusche. So. Was ist hier? TV-Staffelpremiere. Im Urlaub die neue TV-Staffel anschauen. Warum nicht? Ja, können wir machen, meinetwegen, aber jetzt nicht. Brennt das da? Ach so, das ist Grillkohle oder so. Und du? Ey, du könntest eigentlich mal schlafen, aber erst pinkeln gehen. Hier. Sehr schön gemacht auch, dass hier einer baden kann und einer pinkeln gehen kann. Problem ist, man hätte das Regal. Nee, hätte man nicht. Passt nicht. Das Regal hätte weggemusst. War da nicht. Ach so, ich dachte, ich habe das Regal weggemacht. Dann hätte da die Tür hingemusst. Dann hätte das funktioniert mit dem Prinzip. Jetzt wird er sie gleich stören. Und deswegen stopp, 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 stopp. Du kannst besser oben pinkeln gehen. Deswegen, das hätte cool sein können. Das ist mega. Also so eigentlich mit diesen Kabinen, sage ich mal. Eine Toilettenkabine und dann kann man hier baden. Dann gibt es das auch für Dusche und so. Das kann man auch für Challenges benutzen, wo ganz viele in einem Haushalt leben. Nicht nur da, kann man allgemein benutzen. Das ist cool. So, und du kannst mal schnell duschen. Ich sage extra schnell, weil er dann wieder den Übungshang hier hinunterfahren kann.
Er ist nämlich hier ja auch unserer, sag ich schon, unser Snowboarder. Und sie war unsere, nee, gar nichts. Ach, sie war das, ne? Sie war dann auch noch unsere Skifahrerin, genau. Aber sie kann das noch nicht gut. Und, ach so. Und sie, was könnte sie denn eigentlich mal machen? Sie könnte vielleicht auch mal mit irgendwas anfangen. Auch Snowboarden? Was will sie denn? Ach so, sie ist Supermutter. Ja, und was möchte sie erleben? Und er auf einem Verkaufsautomaten oder Computer ein Heilmittel oder Abwehrmittel kaufen. Okay, ja gut, das können wir mal machen. Hätten wir denn bloß ein... Ich mache mal kurz Pause. Oh nee, jetzt musste ich... Oh so. So, liebe Zuschauer, ja, jetzt geht's weiter. Entschuldigung für diese kurze Unterbrechung beziehungsweise für diesen kurzen Lachanfall. Das war nicht so geplant, aber ich habe irgendwie zu früh wieder auf Aufnahme gedrückt und dann ist es ein bisschen durcheinander gekommen. Naja, macht nichts. Vielleicht habt ihr ja auch was zu lachen. So, ja, genau, er duscht schon mal. Und dann können wir mal gucken, was sie macht. Ja, sieht ganz gut aus. Und sie, ah, sie isst jetzt nochmal, ja. Stimmt, wir haben sie ja umgestylt in der letzten Folge. So, nochmal, nein, einmal so, als Screenshot, wie sie am Essen ist. Genau, ich muss mal gucken, dass die Sims mehr so an der Seite sind, weil hier oben, gut, da kann ich nicht hinzeigen. Hier, doch, kann ich wohl. Hier oben ist ja immer das Sims 4-Dings. Und hier unten ist ja auch mal was, deswegen hier ist immer viel Platz für die Vorschaubilder. Gut, aber das ist uninteressant. Wir werden definitiv schönere und interessantere Bilder noch machen, außer Essen. Nee, du schläfst jetzt nicht, du snowboardest noch mal ein bisschen. Dieses Wort, du snowboardest noch ein bisschen. Snowboarden kann ja schon hier, nein. Fortlaufend. Was bringt das? Riskante mit einem. Okay, dann machen wir das mal. Das gucken wir uns doch jetzt mal an. Da radelt er wahrscheinlich hin. Ich sage immer Radel, weil das Fahrrad hier in Sims auch Radel heißt. Dann sage ich immer, da radelt er hin oder so. Gut, dann. Ach ja, das geht ja nicht. Sonst wäre ich so in diesem anderen Modus mitgegangen. Naja, so geht's auch. Okay, er radelt da gar nicht hin. Er joggt dahin. Ach ja, er muss ja gleich hier in diesen Lift. In diesen Skilift. Das ist so cool gemacht. Also ich finde das neue Pack eigentlich ganz cool. Also was heißt neu? Das ist nicht mal mehr neu. Aber ich dachte, ich spiele das trotzdem jetzt mal an. Hoffentlich kommt auch bald wieder ein neues Pack. Wird auch bald kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Es gab jetzt ja letztens noch paranormale Phänomene oder so. Finde ich jetzt uninteressant. Also ich bin ja immer so einer, ich finde eher Realismus interessant als schwachsinnig. Ja, gibt vielleicht viele, die das spielen, aber ne, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Das ist nicht schwachsinnig, aber es ist halt nicht der Hit, ne? So, stopp. Wir müssen uns nämlich auf unsere Screenshots einmal vorbereiten, sonst wird das nämlich nichts. So. Dann lass uns mal laufen. Am besten immer weit weg und mit Kamera zoomen. Ne, das sieht richtig aus wie so ein. So, er fährt los. Ja. Richtig so ein Sportfotograf, ne? Zack. Den habe ich drauf. Cool. Stopp. Jo. Ja, geil. Ja, ist schon cool. Zack. Muss er dann nochmal springen irgendwo? So, ich drücke einfach regelmäßig. Jo, okay. Hat geklappt. Er macht das fortlaufen, ne? Also er macht das jetzt die ganze Zeit. Das ist coole. So, noch ein Screen. Zack. Ja, ist immer schön, wenn man während der Folge schon ein paar Screens macht, auch wenn das ja immer ein bisschen nervig ist für euch. Aber ich habe das ja immer so als einzelne Folgenspeicherstand. Also ich kann immer wieder sonst wohin gehen. Ich kann in die erste Folge zurück. Kann ich euch das zeigen? Ja, das kann ich euch zeigen. Ja, hier sind noch ein paar Challenges und so, die hier laufen, ne? Also das meine ich nicht. Hier. Das ist zum Beispiel Folge 4. Und hier Folge 3. Ich weiß gar nicht, woher habe ich die Bezeichnung? Irgendwann habe ich das einfach gemacht. Hier. Da ist Folge 1 zum Beispiel. Da kann ich wieder reingehen und dann ist alles weg, was wir jemals erreicht haben. Also nicht weg. Ich habe ja auch noch diesen Speicherstand, aber dann ist viel weg, ne? So, was macht sie? Ist sie erstarrt? Nein.
Sie ist eigentlich auch ganz fit. Sie könnte jetzt auch mal weiter Ski fahren, oder? Sie könnte auch mal den hier nehmen, oder? Fortlaufend. Sie hat noch nicht so viel gemacht, ne? So. Und er möchte gleich los, glaube ich. Das wollen wir auch, dass er losgeht. Aber stopp mal. Wir suchen mal kurz die Strecke nach Hindernissen ab. Wo wird er denn sehr wahrscheinlich runterbrettern? Hier. Okay. Dann gehen wir hier mal hin, weil dann können wir hier einen richtig coolen Screenshot einsammeln, wisst ihr? So, dann können wir das, glaube ich, gleich so erwischen. Wobei, wir gehen besser so. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, ne? Die ganze Zeit hier mit den Screenshots. Aber so, dann können wir ihn besser einfangen. Dann lassen wir laufen. Wir warten jetzt auf den Moment, wo er kommt. So, hier haben wir noch andere. Okay. Ach so, ja, Snowboarden. Ich hoffe, er fliegt darüber. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Nicht, dass die ganze Arbeit umsonst war. Kommt er da? Ja, da kommt er. Wow. Ja. Perfekt. Jo, gut. Boom. Jo, cool. Da kommt nichts mehr, oder? Doch, da ist auf die Fresse geflogen. Sorry für diesen Begriff. Nein, stopp. Das wollte ich. Ich wollte stoppen. Ach so, jetzt ist es egal. Gut, dann lassen wir laufen. Wo ist sie denn? Ist sie schon los? Ah, sie geht auch gleich los. Cool. Dann wollen wir sie da auch einfangen, sozusagen. Zumindest bildlich einfangen. So, da ist sie. Cool. Dann fahr mal los. Jo, komm, zack, zack. Ja, wow. Ja, zack, buh, da springt sie auch rüber. Ich wusste nicht, dass man mit Ski doch darüber springen kann. Ach ja, ich habe das eingestellt, dass die viele Manöver machen. Das kann natürlich auch schief gehen. Vielleicht war es auch falsch, so viele Manöver einzustellen. Ich fahre mal ein bisschen runter. Dann kann ich das nämlich gleich einfangen, wie sie runterfällt. Stopp. Fällt sie? Jo, gut, das habe ich auch drauf. Schön. Und er ist wahrscheinlich jetzt auch gleich schon wieder oben. Wir wecken sie einfach mal. Oh, sie ist wach geworden. In dem Moment, wo ich gesagt habe, wir wecken sie jetzt mal. Sie kann vielleicht auch mal mit dem Übungshang einfach anfangen. Ah, sie fährt auch Ski. Sie kann mal fortlaufend Ski fahren. Einfach mal ein bisschen lernen. Ja, es ist ganz schön, dass sie so fit sind. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, er ist natürlich ein bisschen müde, aber die anderen sind sonst soweit ganz fit. Cool. Och komm, mach das doch bitte. Snowboarden? Nee, Skifahren haben wir gesagt. Fortlaufend. Macht das, bitte. Ach so, jetzt macht das. Ich dachte schon, sie macht das nicht. So, wir machen das mal folgendermaßen. Zack, weg. Und ich hoffe, ihr habt das schon gesehen. Bald mache ich Let's Build rein. Ich bin bei einem Familienhaus schon seit vielen Stunden am Werkeln und so. Da habe ich schon ganz viel zu aufgenommen. Da werde ich ein Speedbuild draus machen. Wird hoffentlich eine coole Folge. Ich hoffe, es gefällt euch. Ein, zwei Folgen werden es wahrscheinlich. Mehr nicht, da es ein Speedbuild ist und ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit zum Bauen brauche wie andere. Und ja, deswegen ist aber, denke ich mal, trotzdem ganz cool. Wird auf jeden Fall ein schönes Haus. Ich weiß es ja schon. Und lasst euch nicht abschrecken vom Grundriss. Erstmal, es wirkt so ein bisschen langweilig, weil es halt klassisch ist. Aber darum geht es nämlich gar nicht. Es ist gar nicht so klassisch, sondern es wird sich nur ändern. Es wird dann einfach auch ein schönes Familienhaus, was gar nicht unbedingt klassisch ist, weil ich da noch ein paar exotische Sachen, na, kann man auch nicht so sagen. Aber ich baue da halt ein paar Sachen ein, die man wahrscheinlich nicht in einem Familienhaus erwarten würde, wie zum Beispiel ein Partykeller mit Profi-DJ-Set oder ein dicker Flügel oder sonst was oder ein YouTuber-Raum und so. Das sind halt so ein paar Sachen, die machen das ganze Ding wieder. Ja, exotisch kann man auch nicht sagen, ne? Aber ein bisschen anders und doch nicht dann so klassisch. Hallo, willkommen in der Gruppe Die Idole. Laura, versuche über die Gruppenleiste unten rechts eine Versammlung herbeizurufen. Wollen wir das mal machen? Eine Versammlung? Ja. Doch. Ja. Ja, komm, wir machen das mal. Wir treffen uns mal ein bisschen mit ein paar anderen. Das haben wir jetzt ja noch nicht so oft gemacht. Und lernen mal ein paar neue Sims kennen. Genau, diese Gruppen aus Zeit für Freunde sind ganz gut eigentlich, so um andere mal kennenzulernen. Ah ja, hier ist auch Schnee. Ach cool, jetzt baden wir hier. So, wer ist denn hier? Sergio Romeo. Oder Romeo.
Sophia Bjergsen. Und wer ist hier? Luna Villarreal. Und Siobhan Fürris. Oh Gott. Es darf kein Mensch wissen, wie ich diese Leute ausgesprochen habe. Oh. 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 Ach, das ist ja Outdoor. Oh. Oh. Rundenschwimmen. Das ist das Einzige, was geht. Oh, es ist schon... Da wird mir ganz kalt. Es ist ja bei uns jetzt auch wieder ein bisschen Winter, ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr es nicht, denn für euch ist es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders. Je nachdem. Vielleicht wird es bei euch wieder wärmer, aber ich nehme das am Wochenende auf, wo es nach diesen heißen Temperaturen wieder etwas kälter wurde. Da wird mir ganz kalt, wenn ich das hier schon sehe, dass sie da jetzt reingeht, ne? Macht die aber. Oder? Ja. Die schwimmt jetzt Runden. Heißt das irgendwie auch Eisbärbaden? Buh, das machen ein paar schöne Bilder, ein paar Screenshots, ne? Schön. Oh, nein. Nicht, dass mein Spiel crasht. Sehr schön. Super. Was sind denn so die Gruppenaufgaben? Was ist gut? Gemein sein zu die... Ah, das ist eine Gruppe. Ah, cool. Kaffee trinken ist gut. Und Outfits anprobieren ist gut. Also gut heißt für Gruppenaktivitäten. Aha. Oh Gott, wir bauen einen Schneemann im Freibad. Alles klar. Wir könnten uns mal was kaufen. Also hier für die Gruppenpunkte. Gruppenhandschlag oder was machen wir? Was ist das? Klavierboost. Ach cool. Gruppenklima. Mit den Gruppen kannst du... Selbstsicher. Aha. Ach so, dann kann man hier auch. Cool. Cool. Cool, 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 cool. Das haben wir schon. Was nehmen wir denn mal? Wütend ist blöd. Hausaufgabenboost. Nee, das lohnt sich nicht. Wir könnten tatsächlich mal so einen Gruppenhandschlag. Den nehmen wir einfach mal, ne? Ja. Ja, wir sind einfach ein Gruppenmitglied, aber wir haben es einfach mal gemacht. Jetzt mal ehrlich, man spielt so eine Gruppe eh nicht richtig, oder? Habt ihr schon mal so eine Gruppe richtig gespielt? Wir könnten mal eine Gruppe erstellen, die nennen wir einfach die WG. Die, ups, Orphi, oh Gott. Meine Leertaste geht nicht. Ah, jetzt. Jetzt wieder nicht. Die offizielle Gruppe von der YouTube. Ja, ich weiß, ich habe das extra komisch gerade Reihe. Hashtag die WG. Ich gebe auch keine Garantie auf irgendwelche Rechtschreibfehler oder so, weil ich gerade auf dieser Tastatur mega scheiße tippe. Ein allgemeinen Ort. Ja, wo gehen wir mal hin? Ins Onsen-Badehaus, ne? So, die WG, offene Einladung, genau, er, sie. Wir könnten hier auch so ein paar hinzufügen, vielleicht, wo wir Lust hätten, dass die da sind bei uns, die vielleicht auch später mal bei uns einziehen und dass wir unsere WG erweitern. Wir könnten vielleicht tatsächlich mal ein paar hinzufügen, wo wir sagen würden, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die mal kommen. Wenn wir die Landgrabs hinkriegen würden, das wäre lustig. Oder hier diese Promis, dass man... Wartet mal. Wollen wir das mal ausprobieren, dass wir mal einen Promi in unsere Gruppe machen? Ja, wir fügen die mal in unsere Gruppe hinzu. Ja, die können wir auch wieder rausschmeißen, ne? Nicht so, dass das jetzt irgendwas blockiert. Das ist cool. Das ist sehr cool. Nicht verheiratet? Okay, das könnten wir machen. Verheiratet? Genau, die WG. Nicht verheiratet ist gut. Genau. Können wir noch irgendwas machen? Alter, junger Erwachsener. Okay, die nicht. Das könnten wir machen. Gut, dann fliegen sie irgendwann raus. Naja, wir machen halt so ein paar Sachen, dass es nur passt. Reich. Okay, ist keiner. Fähigkeiten. Promi-Level. Nee, das wäre auch nichts. Nee, wir lassen das mal mit den weiteren Anforderungen. Nee, das lassen wir auch mal. Und was nehmen wir hier?
Es gibt halt kein YouTube-Ding, dann nehmen wir den einfach mal. Was ist jetzt? Kennen wir die jetzt schon? Tatsache. Ach, krass. Plaudern. Willkommen. Freue mich. Schaffst du das? Wenn du sprichst. Um ein wenig Entspannung zu gönnen. Ich würde sagen, wir beenden einfach mal hier die Gruppenversammlung und machen gleich eine auf. Eine DWG-Gruppenversammlung auf. Ja. Ich weiß. Wir hatten gerade eine andere Gruppe, aber das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ob die Promis jetzt auch wirklich kommen. Ob wir einen Trick haben, um Promis kennenzulernen. Weil wer in der Gruppe ist, kennt man automatisch. Kennen wir die jetzt? Nein. Ach, das ist keine Promi-Freundschaft, das ist eine Freundschaft. Ja, es gibt nämlich auch die Promi-Freundschaft. Ja, wir können die entfernen und dann haben wir Promis als Freunde, Tatsache. Was passiert, wenn wir die rauskicken? Mögen die uns immer noch? Ja. Krass. Krass. Gut. So einfach macht man das. Das sind unsere Freunde. Ja, das sind unsere Freunde, ne? Cool, oder nicht? So, unser Badehaus. Gibt es noch mehr Möglichkeiten hier zu baden? Warum kommen wir da nicht rein? Okay, Badebekleidung anziehen. Sie macht das schon? Er auch. Dann geht sie schon rein. Ah. Ach so, und dann duschen die hier noch erst. Ach, wie cool. Och, das ist ja toll gemacht. Und dass die das schon automatisch machen. Ach, wie cool. Och, das haben sie ja toll gemacht. Also, ich kenne das ja noch gar nicht. Das ist für mich komplett neues Gameplay. Oh, so eine heiße Quelle jetzt. Premium. Da sitzt auch schon einer drin. Warum hat der eine Maske auf? Ach ja, weil ich so einen Corona-Mod habe. Ups, ich darf nicht so oft Corona sagen. Dann kann ich kein Geld hiermit machen. Nein, nicht, dass ich Geld hiermit machen würde, aber später, falls es mal möglich ist, ist es dann nicht möglich mehr, mit diesem Video Geld zu machen. Also, ich habe nicht, dass ich das vorhabe, aber nur um das mal klarzustellen. Jetzt kann ich das eh noch nicht. Aber trotzdem. Vor allen Dingen, er partet hier und hat Masken auf. Es gibt keine schönen Masken, sonst hätte ich gesagt, ich installiere einen Maskenmod. Warum? Achso, dann zieh doch mal Badebekleidung an. Oh Gott, ich will da duschen und wird die ganze Zeit gestalkt. Also nicht gestalkt, aber von irgendwelchen Promis. Zusammen in heißer Quelle relaxen. Och, du bist ja auch schon drin. Hier, lern den mal kennen. Von Herzen kommendes Kompliment. Och, wie cool. Ach, sie kommt auch. Der Promi. Und er? Er kennt sie auch schon? Auch? Komplett? Ach, das gilt schon richtig als Freundschaft. 1100 zahlen wir wegen dem Kredit. Ah, okay. Genau, wir haben hier ja den Kredit. So, stoppt mal. Jetzt wird erstmal ein Screenshot gemacht. So, Promi. Promis baden. Promi-Freundschaft begonnen oder so. Genau. Das macht doch bestimmt Klicks, oder nicht? Promi-Freundschaft, gut. Das sind keine echten Promis, ne? Aber trotzdem. Sims-Promis. Gruppenveranstaltung und Promi-Freundschaften begonnen. Geil. Gut. Ich würde einfach mal spontan sagen, hiermit beende ich die Folge. War ganz schön. War auch chaotisch, ne? Also bei der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr Planung. Aber war cool. Wir sind beim nächsten Mal wieder hier im Onsen-Badehaus. Gucken uns das weiter an, weil ich finde das Gameplay cool. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, bleibt zu Hause. Vor allen Dingen bleibt gesund. Und bleibt aktiv auf YouTube. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.